Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer kleinen Videoreihe zum Thema Abbildungsgleichung. Und wie ihr aus dem Thema sicher schon erkennen könnt, geht es jetzt hier im Folgenden um Linsen. Und zwar gibt es bei Linsen eine ganz besondere Gleichung, und zwar die sogenannte Abbildungsgleichung. Und die wollen wir uns eben in dieser Videoreihe herleiten. Und dazu gibt es dann insgesamt drei Schritte, die wir vollziehen müssen. Und zwar müssen wir zweimal an dem Bild einer Linse etwas erkennen und dann im dritten Schritt eben die Gleichung, die wir daraus gewinnen, zusammenfügen. Und daraus werden wir uns dann eben unsere Abbildungsgleichung schaffen. So, anfangen tun wir wie gesagt mit Bildern, und zwar mit dem Bild einer Linse. Und außerdem zeichnen wir uns hier noch eine gestrichelte Linie, die uns eben zeigt, wo dieser Mittelpunkt der Linse circa ist. So, und da wir hier eine Abbildungsgleichung herleiten wollen und deswegen eine Abbildung brauchen, brauchen wir einen Gegenstand, den wir eben abbilden können. Und dazu nehmen wir diesen kleinen Stern. Und außerdem zeichnen wir den Mittelpunktstrahl vom Stern zu seinem Bild hin. Also vom Gegenstand zu seiner Abbildung zeichnen wir jetzt hier diesen Mittelpunktstrahl. Der Strahl geht eben von dem Gegenstand durch den Mittelpunkt der Linse zu seinem Bild hin. So, und allein mit diesen Informationen können wir jetzt schon unsere Abbildungsgleichung ein Stück weit herleiten, könnte man sagen. Und zwar müssen wir nun folgende Beziehung erkennen. Wir müssen erstmal sagen, dass der Gegenstand in einer gewissen Höhe über dieser Mittelpunktlinie steht. Und diese Höhe nennen wir einfach mal groß G, weil sich G eben gut mit Gegenstand in Verbindung bringen lässt. Und dasselbe sagen wir auch für die Abbildung. Und zwar sagen wir, dass die Abbildung in der Höhe B von der Mittelpunktlinie ist. So. Außerdem können wir noch sagen, dass der Gegenstand G eine bestimmte Entfernung zum Mittelpunkt der Linse hat, beziehungsweise generell zur Linse hat. Und diese Entfernung nennen wir eben klein g, ganz analog zum großen G. Und den Abstand von der Linse zum Bild, zum B, den nennen wir eben klein b, damit man das alles schön vergleichen kann. So, jetzt kann man vielleicht schon sehen, dass sich hier zwei ganz bestimmte geometrische Formen bilden, und zwar einmal ein Dreieck und nochmal ein Dreieck, aber eins, das etwas kleiner ist und eins, das etwas größer ist. Trotzdem könnte einem eventuell auffallen, dass sich diese Dreiecke im Grunde sehr, sehr ähnlich sind. Und für alle, die das noch nicht gesehen haben, für die können wir es auch noch ein bisschen deutlicher darstellen, indem wir das kleine Dreieck hier mal rausziehen, um 180 Grad drehen. Und dann eben ins große Dreieck einfügen, und jetzt sollte man spätestens erkennen, dass sie sich wirklich sehr, sehr ähnlich sind. Und nun erinnern wir uns zurück, ähnliche Dreiecke, da kann man die Strahlensätze anwenden, und genau das wollen wir hier jetzt nämlich tun. Und zwar verwenden wir den Strahlensatz, dass ich groß G, also dieses Stückchen hier, zu klein g, also diesem Stückchen hier, verhält wie dieses Stückchen vom Dreieck zu diesem Stückchen vom Dreieck. Das heißt, die Höhe dieses Dreiecks zur Grundfläche des Dreiecks. Und das Dreieck hier ist ja dasselbe wie hier drüben. Und da können wir leicht erkennen, okay, die Höhe war b und die Grundfläche war klein b. Und deswegen können wir den Strahlensatz aufstellen. Groß g verhält sich zu klein g wie groß b zu klein b. Und den schreiben wir uns direkt mal hier auf. Und den werden wir nämlich gleich verwenden, um die Abbildungsgleichung herzuleiten. Und ich hoffe, ihr seid gleich auch noch dabei. Bis dann!